in Ordnung. Jetzt! Angriff! Nein! Und wir wurden in eine Falle gelockt. Na, und aus wäre Zufall. Ich hoffe, ihr habt eine gute Erklärung dafür. Habe ich. Mein Name ist Yana. Und ich und diese fünf Männer wurden beauftragt, euch zu töten. Geil. Ihr seid Auftragsmörder. Korrekt. Das heißt, ich bin und sie waren es. Wer hat euch geschickt? Für wen arbeitet ihr? Woher wisst ihr, dass wir hier sein würden? Nun ja, lasst es mich so formulieren. Ihr habt eure Spuren nicht so gut verwischt, wie ihr dachtet. Und bezüglich eurer ersten Frage, Amaria Leonidar. Die Herrin von Haus Leonidar? Aber warum? Weil es eine Menge Leute gibt, die euch tot sehen wollen, Taha. Die Frage sollte also eher sein, was ist ihr Problem mit euch? Und darauf habe ich leider keine Antwort. Ich werde nicht dafür bezahlt, Fragen zu stellen. Ich verstehe nicht. Warum habt ihr uns geholfen? Tja, ich schätze, das ist kompliziert. Wollt ihr die kurze oder die lange Version? Die lange Version. Die lange. Gut. Ich wusste nicht viel über euch, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Abgesehen davon, dass ihr ein abtrünniger Soldat wart und zusammen mit einer Elfe namens Yria aus dem Gefängnis in Grauschanze geflohen seid. Das wäre dann wohl ich. Dachte ich mir. Ihr passt auf die Beschreibung. Wir sind eurer Spur nach Farlonsheim gefolgt, wo ihr schließlich in dieser Höhle verschwunden seid. Da wir euch nicht folgen konnten, haben wir im Dorf auf euch gewartet. Wo ich schließlich herausgefunden habe, dass ihr nach einem Heilmittel gegen den Blutbrand sucht. Und das hat eure Meinung über mich geändert? Ja, wisst ihr, ich habe einen Menschen an dem Blutbrand verloren. Jemand, der mir sehr nah stand. Und auch wenn ich weiß, dass nichts und niemand sie zurückbringen wird, will ich zumindest eine Antwort. In anderen Worten, ich möchte euch meine Dienste anbieten. Okay. Zuerst will sie uns killen, dann will sie uns doch nicht killen, dann will sie uns beitreten. Diese Wache, die uns hierher geschickt hat, sie erwähnte einen Freund von mir, Bertrand. Habt ihr... ihm etwas getan? Nein. Ich weiß nicht einmal, wer oder wo er ist. Nur, dass Leonidar uns den Namen gegeben hat und meinte, er sei ein guter Köder. Wir haben der Wache eine Handvoll Münzen gezahlt, sie hat euch hierher gelockt, fertig. Gebt mir einen Grund, euch zu vertrauen. Ich fürchte, das kann ich nicht. Aber seht es so. Hätte ich euren Tod gewollt, hätte ich dann mein Leben für eure Rettung riskiert? Außerdem wird man noch früh genug davon erfahren, dass der Mordanschlag gescheitert ist und mich als Verräterin brandmarken. Sogar wenn ich beschließen würde, euch im Schlaf zu ermorden, würde ich dafür nicht eine Münze bekommen. Wie beruhigend. Diese Freundin, die ihr verloren habt, wer war sie? Wie ist sie gestorben? Ich würde darüber lieber nicht reden. Nicht hier. Und nicht jetzt. Wie könnt ihr uns helfen? Nun, in Anbetracht dieser Blutspur, die ihr hinter euch herzieht, wird es nicht eure letzte Schlacht sein. Ich kann dafür sorgen, dass eure künftigen Schlachten zu euren Gunsten ausgehen. Außerdem bin ich... wie soll ich es formulieren? Anders. Ich fühle und sehe Dinge, die andere nicht fühlen und sehen können. Ha, zum Beispiel? Zum Beispiel die Tatsache, dass ihr nach etwas sucht und befürchtet, es niemals zu finden. Eine Stimme verfolgt euch. Eine Stimme aus dem Grab. Und ihr wollt ihr gerecht werden. Keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Vielleicht. Vielleicht aber wisst ihr es auch ganz genau. Um zum Punkt zu kommen, ich bin Traumflechterin. Traumflechterin? Das habe ich schon mal gehört. Dann seid ihr eine Art Gedankenleserin? Fast. Belassen wir es vorerst einmal dabei, dass ich anders fühle und wahrnehme als die meisten lebenden Wesen. In jederlei Hinsicht.
Gut. Wenn ihr unbedingt wollt, dann schließt euch uns an. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Danke. Für einen Moment dachte ich, ihr... Einerlei. Allerdings gibt es da noch ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss, bevor ich euch voll und ganz zur Verfügung stehe. Ich schlage vor, ihr beendet zuerst, was auch immer ihr hier zu erledigen habt, und trefft mich dann am Weg nach Iskander. Ich werde an der Grenze auf euch warten. Gut. Dann auf Baltaha. Und danke für euer Vertrauen. Wir sind ja die Guten in dem Ding, also... Ja. Die hat doch nicht ernsthaft gedacht, dass wir den Hals umdrehen. Seltsame Begegnung. Wenn ihr mich fragt, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Diese Frau hat etwas Seltsames an sich, aber sie sagt die Wahrheit. Und Kundschaft. Kein Problem. Was macht das eigentlich? Anfangen wir uns Schaden zu. Das Ziel verstummt und explodiert beim Tod. Okay. Also in etwas größeren Schlachten. Sehr zweckdienlich. Ah, das sind schon wieder Gänge. Wird schon schief gehen. Okay, das ist wirklich unpraktisch, so eine kleine Leichenei. Macht euch bereit! Mir fehlt Fokus! Das wird's gewesen sein. Macht's kurz. Boah. Riecht ihr das? Ja, wie Aas. Und das Wasser hat dieselbe Farbe wie die Eiterbeulen der Verdorbenen. Wenn ihr mich fragt, haben wir gerade die Ursache für diese Seuche gefunden. Und es ist definitiv kein Fluch. Nope. Das schaut mir so aus, als hätte das irgendjemand absichtlich vergiftet. Irgendwie ist da nicht alles losgegangen. Gut, dann warten wir, bis alle Truppen wieder beieinander sind. Und weiter geht's. Was für ein großartiges Wetter. Elend lächelt herab auf uns. Da gibt's schon Spaß. Gehen wir's an. Spinnen. Fürchterliche Viecher. Sicher doch. Aber die Dorfbewohner werden nicht angreifen. Weil die Spinnen praktisch direkt vor der Haustür stehen. Kommandant?
Ach, da lebt noch eine. Gut. Und tschüss. So. Ah, jetzt eine Mühe von denen. Mehr Gekämpfe? Nimmt das denn nie ein Ende? Endlich. Macht euch bereit. Wir werden fallen. Ich kann nicht. Elends Regen, so schnell geht das nicht. Zehe, Zahn. Muss meine Truppen heilen. Ich werde euch beschützen. Wird schon schief gehen. Und weiter geht's. Verdammte Rüstung. Jawohl. Passiert. Verderblich. Verstand vernebelt. Dunkle Nebel. Sterben. Bitte ihr. Lauft. Lauft jetzt. Taha, das gefällt mir nicht. Wir sollten abhauen. Moment. Okay. Korporal? Alles klar. Was zum Geier war das? Warum hat er uns angegriffen? Die Verderbnis. Meldung. Sie muss das verursacht haben. Hm. Aber das ist seltsam. Gut möglich, dass die Verderbnis die Art und Weise ist, wie die Elfen auf den Blutbrand reagieren. Aber ein Baumwächter? Wieso? Das sind uralte Wesen mit einer komplett anderen Physis. Ja. Was? Sweeter Mist, jetzt hast du meine Truppen verloren wegen dem Scheiß. Gut. Ich hab Truppen verloren wegen dem Scheiß. Ach, diese Steuerung ist so unglaublich behindert. Habt ihr etwas gesagt? Haben wir jetzt wenigstens alle da? Ha? Hm? Siehst du die Schmelze aus dem Stall? Okay. Ja? Irgendwas stimmt da nicht. So. Bin soweit. Korporal? Kommandant? Dann befassen wir uns nochmal mit dem Gegner da. Na dann. Okay. Noch nicht. Oh, da ist schon wirklich nützlich. Mir fehlt Fokus. Na schön. Haben die Soldaten verloren? Nö, die stehen auf dem Schild da und kämpfen nicht. Na schön. Ich bleib an Ort und Stelle.
Was ist denn verkehrt mit dem Ding? Macht euch bereit! Angriff! Interessant. So, machen wir sauber reinheilen und jetzt geht's in die Stadt. Bling, bling. Ist ein Soldat dabei? Na, was soll's. Bling, bling, wollen wir zuerst. Bauplan. Irgendwas, was ich noch verwenden kann. Na, na so, ist nur besser zum Lesen. Braucht ihr was? Sieh mal einer an. Dann geben wir das Quest ab. Ja, habt ihr irgendetwas gefunden? Ja, zwei Dinge. Erstens, es gibt einen Baumwächter, der von der Verderbnis betroffen ist. Was es wahrscheinlich macht, dass es tatsächlich nicht der Blutbrand ist, der hinter der Verderbnis steckt. Und zweitens gibt es eigenartige Tümpel tiefer im Dschungel, die irgendwie verunreinigt zu sein scheinen. Ich bezweifle, dass das Elendswerk war. Verunreinigt, sagt ihr? Das könnte... Aber... Nein. Was? Nun, etwas Ähnliches ist schon einmal geschehen. In Finonmir, vor mehr als 2 Jahrhunderten. Aber das heißt, es kann sein, dass ich auch die Lösung für das Problem kenne. Elendsregen! Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Ich glaube, es ist an der Zeit, Warden die Ergebnisse unserer kleinen Expedition zu offenbaren. Kommt, unterhalten wir uns auf dem Dorfplatz. Davor werden wir speichern. Und bevor ich es vergesse, die Quest fürs Lager erledigen. Wenn ich das nicht erledigt habe, immer die gar keine Medizin kriegen. Die Konstellation ist eigentlich nicht schlecht. Die behalten wir. Eine ungezähmte Tierwelt. Abschüssige Hügel, stürmische Ufer. Die Küste Utrans, auch Grüne Küste genannt, ist nicht gerade für ihre Gastlichkeit bekannt. Viele Schiffe sind in den Nordstürmen... Spürt ihr den Wind? Wir nähern uns der Küste. Wenn Feldwebel Kopper mit seiner Vermutung richtig liegt und das Schiff gesunken ist, könnte die Fracht hier angespült worden sein. Wir sollten uns auf jeden Fall auf Plünderer einstellen. Die Elfen aus Latwein meinten, dass es in letzter Zeit eine Menge davon in der Gegend gibt. Stimmt. Halten wir auch Ausschau nach diesem Späher, den Kopper erwähnt hat. Aha. Interessant. Das waren Matrosen. Aktivieren Sie mal wurden den Schrein. Da vorne. Macht euch bereit. Die Jungs haben schlechte Karten. Guter Plan. Böse Banditen. Plünderer, wie erwartet. Dann sollten wir umso vorsichtiger sein. Plünderer kommen selten alleine. Und die hier machen nicht gerade den Anschein, als wären sie für einen netten Plausch hier. Verdammter Krieg.
Man kann auch nirgendwohin mehr ohne eine Streitaxt gehen. Was zum Soldaten? Wartet, wir... Auf sie! Tja, wer nicht hören will, muss sterben. Aber der Typ frisst ganz schön viel Schaden. Klingt gut. Gut, das heißt, irgendwo drin greift gut müssen wohl die Ressourcen sein, die man so. Hoffentlich. Wrackteile. Und zwar eine Menge davon. Also hatte der Feldwebel recht. Das Schiff ist untergegangen. Ja. Sehen wir uns mal um. Vielleicht können wir die Medizin noch irgendwie bergen. Ah. Sieht so aus, als hätten ein paar der Matrosen es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen. Und sie haben einen Teil der Fracht mitgenommen. Aber keine Spur von der Medizin. Ist blöd. Sicher doch. Interessant. Na, sieh mal einer an. Na schön. Ah, schauen wir uns das mal an. Wieso aktiviert das Tor nicht? Aber jetzt. Eine Barrikade. Jemand... oder etwas hat sie niedergerissen. Die Plünderer vielleicht? Gut möglich. Bescheuert? Mach diese verdammten... Tut mir leid, liebe Freunde, aber dieser Ort gehört uns. Was? Ich hab gesagt, sucht euch gefälligst eure eigene Beute. Wir waren vor euch hier. Wir sind keine Plünderer. Ach nein? Was dann? Was wollt ihr hier? Ja, was wollen wir hier? Wir suchen... Medizin. Fühlt ihr euch nicht schlecht dabei, die Toten zu bestehlen? Warum? Ist ja nicht so, als ob sie ihre Münzen noch bräuchten, oder? Ah, da ist was dran. Korrekt. Gehört ihr zu den Plünderern am Strand? Ihr wirkt wesentlich friedfertiger. Was glaubt ihr, wer wir sind? Der Verein der vereinten Halsabschneider? Nein, wir arbeiten alleine. Dann kämpft ihr um die Beute? Nicht, solange wir gegenseitig unsere Gebiete respektieren. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Trümmer an der Küste zu einem Handelsschiff gehören? Naja, dem wenigen, was an Land gespült wurde, nach Zubeurteilen schon. Schätze, die sind letzte Woche in diesen Sturm geraten. Arme Schweine. Selbst das Wetter dreht in letzter Zeit am Rad. Habt ihr diese Soldaten getötet? Was? Eine ganze Division königliche Soldaten? Wie schmeichelhaft, dass ihr uns das zutraut. Nein, haben wir nicht. Diese Wichser waren schon tot, als wir hier angekommen sind. Was ist passiert? Tja, kommt ganz darauf an, wen ihr fragt. Mein Kumpel Reinhard glaubt, es wären diese Moor hier Bastarde aus dem Dschungel gewesen. Wohingegen Henry ständig irgendwas von einem unaussprechlichen Bösen labert, das die Lande heimsucht. Du lässt es klingen, als wäre ich ein totaler Volltrottel. Der Brief des Leuchtturmwärters war unmissverständlich. Ja, so unmissverständlich wie der Brief eines Mannes sein kann, der jeden Abend in einem Leuchtturm verbringt und einer Flasche Brandwein sein Lebensleid klagt. Was auch immer es war, es spielt keine Rolle. Tod ist tot. Unaussprechlich Böses? Ja, früher oder später, der Leuchtturmwärter hat, bevor er sich erhängt hat, einen Brief hinterlassen. Und angeblich gibt es irgendeine schreckliche Geißel, die diesen Landstrich heimsucht. Warum sollten die Moor hier ein Northanderlager angreifen? Das ergibt keinen Sinn. Haben sie dasselbe nicht in diesem Dorf getan, Leonon? Ist doch offensichtlich, dass diese Spitzohren sich mittlerweile in feuchten Dreck um den Nebeldunstvertrag scheren.
Ha, verstehe. Wir müssen ins Lager. Seid ihr taub? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hört her, wir haben keine Zeit für Spielchen. Lasst uns rein. Das könnt ihr vergessen. Und jetzt schlage ich vor, dass ihr eure verfickte Fresse haltet und gefälligst Leine zieht. Und zwar sofort. Ihr schon wieder. Was wollt ihr? Interessant. Bei Norse Clown. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Tötet sie, Jungs! Eins greifen es doch an. Na gut. Hat die den Kampf vermeiden sollen? Das sind Banditen. Elends Regen, so schnell geht das nicht. Hilf mir jemand, verdammt! Einer unserer Helden wurde getötet. Upsala. Haben wir Moment nicht aufgepasst. Egal, vielleicht haben die Banditen hübschen Loot dabei. Feinde! Jämmerlich. Kommt schon, das ist noch nicht vorbei.